Jo, und da sind wir wieder mit Let's Play Jack 3. Wir haben gerade unser Waffen-Update bekommen. Sehr schön. Und wollen wir mal weiter. Und schon wieder gelabert. Das waren echt coole Tricks in der Arena, Jungchen. Aber nicht mehr lange. Und das wär's gewesen. Redest du mit mir? Ja! Redest du mit ihr? Nee, ich halte ein Schwätzchen mit meiner seligen Mutter. Klar meine ich dich, du Schwachkopf. Ihr seid aus der Großstadt, was? Wer will das wissen? Der Typ, dem das hier alles gehört, Jungchen. Clever heiß ich. Bleibt bei mir und ihr seid fein raus. So wie es aussieht, habe ich sogar einen Job für euch. Nehmt meine Sprungechse und fangt mir ein paar von diesen Mistviechern, die meine Vorräte geplündert haben. Wenn ihr euch 6 von diesen Biestern krallt, dürft ihr 1 meiner Rennfahrzeuge fahren. Das heißt, falls euch Demos je aus der Stadt lässt. Schätze, das packen wir. Nein! Ich hasse Reiten! Da krieg ich einen Wolf! Armer Dexter. Gut, da hinten gibt's noch Munition. Sehr schön. Weil ich glaube, jetzt sind wir aufmunitioniert. Perfekt. Nee. Jetzt. Für einen RAM-Angriff. Ah, okay. Also, dann wollen wir mal. Das ist eine Ratte. Haben wir. Jawoll. Die Viecher müssen doch lecker schmecken, wenn die Sprungechsen die da die ganze Zeit auffuttern. Das war knapp. Und? Erwischt. Okay, was haben wir hier? Da Echse ist doch auch. Oh, wo ist sie? Da ist sie, jawohl. Und? Jawohl, erwischt. Sehr lecker. Sprungechse. Und die Viecher einfach nur braten muss oder so? Vielleicht dünsten? Da Echse ist auch wieder. Haben wir erwischt, jawohl. Sehr schön. Noch. Weil oben. Flatter, flatter. Okay. Müssen wir wohl hier hin? Karte mal ansehen. Ja, müssen wir da hinten hin? Okay. Oh, schau mal. Ein Prekursor ab. Sehe ich doch eindeutig so ein Ei leuchten. Jawohl, und wir haben ein Orb. Oh. Ich glaube, die haben auch verärgert, die Alter, das, was sie auf sie draufgesprungen sind. Entschuldigung. Tut mich sorry. Oh, da vorne müsste auch irgendwo eine Echse sein. Das sind zu allem Überfluss sind da noch total viele Echsen. Da müssen wir hin. Ich sehe sie gar nicht. Minimap sagt, dass sie da vorne irgendwo rumeiern müsste. Ah, da läuft sie ja. Jetzt sehe ich sie auch. Okay. Nein! Exi, wo bist du? Ah, da bist du ja. Problem ist, die Six ist so schlecht am Fernseher. Keine Ahnung, woran das liegt. Also da ja an 46 Zoll Bildschirm habe. Das spült schon ein bisschen arg verpixelt bei mir, weil ja über die PS2 nur das PAL-Signal rauskommt. Aber ich denke, auf der Aufnahme mit 27 wird dann das nicht so übel auffallen wie mir. Tut dem Spielerlebnis jetzt nicht wirklich einen Abbruch. Ah, trotzdem auch mal cool, wenn ihr das. Nein! Das Vieh hier mal erwischen würde. Und. Jetzt aber. Und. Jawohl! Geschafft! Fahrzeuge eine Runde drehen. Wir sehen uns, ihr Frischlinge. Dankeschön. Und da haben wir schon die nächste Aufgabe. Sieh dir nur diese Typen an. Sehr hübsch. Musst du gar nicht, dass Gummi wieder in ist. Was machst du da, Kuttenmann? Das geht dich nichts an, du Tier. Hey, Witzfigur. War eine echt üble Woche. Also pass auf. Die Arena enthüllt alles. Hass,
flackert in deinen Augen. Toll, danke für den Tipp. Er wird dich zerstören, so wie die Precursor sich selbst zerstört haben. Sieht anders aus als der bisherige Precursor-Mist. Diese Artefakte sind fürchterlich. Eines fiel auf den großen Vulkan. Wir entsandten eine Expedition, doch die Mönche kehrten nie zurück. Böse Kunde liegt in der Luft. Ich fürchte, der Welt steht ein Wandel bevor. Ich glaube, du warst zu lange in der Sonne. Hauen wir ab, Jack. Du musst diesen Ort verlassen. Helden glauben, sie können die Welt retten und sind dabei selbst längst verloren. Ihr könnt nicht begreifen, welch dunkle Mächte hier am Werk sind. Erzähl mir nichts von dunklen Mächten. Ich will wissen, was das ist. Geh beiseite. Und er spricht mit uns. Sehr schön. Ein Minigame. Juhu. Ein relativ einfaches noch dazu. Altes Spielsystem, im Prinzip zumindest. Nicht besonders kompliziert zu erklären. Man muss halt die Dreiecke und die X und die Vierecke und alles richtig erwischen. Und fünfmal dürfen wir uns verklicken. Sehr schön. Problem ist, man muss sich ja trotzdem darauf konzentrieren. Deswegen ist das nicht so einfach, jetzt labern und spielen zugleich. Vor allem, da ich relativ müde bin. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Oh, 40 Punkte haben wir schon. 75 brauchen wir. Jawohl. Das geht ja mal gut voran. So viele sind es jetzt gar nicht mehr. Und? Schaut's aus. Ja, ein paar sind noch. Hui, das ist jetzt aber übel gewesen gerade. Vier noch. Und das sind die letzten zwei, jawohl. Geschafft's! Geschafft, Jack! Nicht anfassen, dunkles Ego. Ja, jetzt bist du platt, was? Komm, verneig dich vor ihm! Das sind massive Ego-Kristalle. Uralten Überlieferungen zufolge wurden damit die tollsten Precursor-Geräte betrieben. Seltsam. Er spricht einen alten Dialekt. Früheste Precursor-Sprache. Es geht um die Rückeroberung dieser unvollendeten Welt. Die sehen aus wie Koordinaten. Wie die von... Er empfängt ein sehr starkes Signal. Jack, ich glaube nicht, dass uns gefallen wird, was das Ding da quasi ist. Mhm. Ja, das hat sich mal gelohnt, ne? Du kannst uns nicht davor bewahren, Held. Hey, ich bin der wahre Held hier. Nenn mich, der orange Blitz. Du magst die Farbe unserer Schöpfer tragen, du Tier. Doch wir haben unsere Rettung schon geplant. Haltet euch da raus. Du und der orange Blitz seid hier nicht willkommen. Heul doch. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Na, ja, zumindest haben wir jetzt einen dunklen Eko-Kristall bekommen. Ich glaube, das kann man sich ja irgendwo anschauen. Inventar, na bitte. Da, Gegenstände. Einen dunklen Eko-Kristall, einen Hammer, ein Kampfamulett und den Pass für Sparkus. Perfekt. Mehr brauchen wir dabei eh nicht. Und auf der Minikarte wird schon die Faust angezeigt. Das ist, glaube ich, Cleaver, soweit ich das weiß. Kann aber auch sein, dass er da drin kommt. Hey, da sind ja Precursor-Ops drin. Wollen wir gerne mal schauen. Also mit Precursor-Ops kann man sich Verbesserungen kaufen. Die sind bisschen seltener wie in Jack 1. Es gibt, glaube ich, nur 500 oder so davon im ganzen Spiel. Und deswegen sind die halt auch wirklich ein neues Geheimnis erhalten. Yay! Na, da sind wir falsch. Da wollen wir nicht hin, da wollen wir hin. Die Richtung stimmt dann wieder. Wollen wir da mal Gas geben. Diesen Schrein, der da ganz kurz rechts war. Zu dem können wir auch noch nichts machen, weil da brauchen wir Metallschädelsteine. Da haben wir auch noch null. Das sind diese Dinger gewesen. Oh, das hier ist kaputt. Da kriegen wir dunkles Eco von auch noch gut. Steigen wir mal ab. Da kann man ja nicht durch mit der Echse. Oh ja, Fahrzeuge! Na,
Da sind ja unsere Frischlinge. Ja, ja, Schwabbelbacke. Wir werden sehen, wer... Klappe, Rattenbissig. Sonst setzt's was. Was für ein schrecklicher Gestank. Ich hab nen Rat für dich. Zähne putzen. Nette Kisten. Gefallen sie dir? Mit diesen hübschen Babys holen wir tief aus der Wüste Artefakte. Schwere Arbeit braucht schwere Räder. Du wolltest uns eins geben. Das wollte ich wohl, was? Aber keins von denen. Die sind für die Erwachsenen. Ihr könnt das hier haben. Aha, ist ein Scherz! Dann passt's ja. Danke, Index. Ich fahre. Wie wär's denn mit einer kleinen Rennwette? Wenn ihr gewinnt, könnt ihr das Fahrzeug behalten, solange ihr lebt. Andernfalls... Ich besitze nichts. An deinem kleinen Kleffer ist zwar nicht viel dran, aber gehäutet und mit Butter ist er bestimmt nicht übel. Mein Fahrzeug gegen ihn. Vergiss es, Kumpel. Jack würde niemals... Gebongt. Was? Keine Angst. Wenn ich eins kann, dann Rennen fahren. Na denn, steigen wir mal ein, gib mal Gas! Und bis der Depp der Kästen geht ab. Aber springen kann sie lustig. Doing. Doing. Ist das lustig. Machen wir ein kleines Fahrtutorial. Um zu bremsen. Okay. Okay. Wir machen jetzt einfach das Tutorial. Okay. Was haben wir hier? Um zu springen. Ja, das haben wir vorher auch schon gewusst. Boing. Okay, das war eine Glanzleistung. Dann gleich nochmal Gas und Boing. Und mach hier noch was. Vier denn auf. Und jetzt aber. Oder nicht. Oder vielleicht rückwärts raus. Ja, perfekt. So. Okay, ich verhedder mich da gerade irgendwie. Kann das sein? Nö. Viel zu einfach. Drück hier seitwärts um Kreis um Schleuderdrehung. Handbremse, ja, hat das super funktioniert. Was ist da vorne? Ja, was gibt's hier? Mhm. Okay, man kann sich erst am Stand A drehen. Okay. Ah. Und hier gibt's ein Rennen. Dann wollen wir mal ein Rennen fahren. Genau. Auf geht's. Los, auf geht's. Los, auf geht's. Und los geht's. Ja. Oh, schön. Boost. Das setzt man natürlich gleich ein. Ah, das wollte nicht, das wollte nicht. Das wollte ich nicht! Ist klar, ist klar. Das hat keiner gesehen, das war alles ganz normal. Röchel, röchel, hust, hust. Mal ein bisschen springen. Ja, wir haben schon ein bisschen Vorsprung. Nur schauen, dass wir den die anderen zwei Runden noch halten. Und dann ist das Skills. Mal schön Boost aufsammeln. Aus dem Weg. Cleaver. Der fährt aber nicht mit, oder? Hm. Zumindest ist es seine Stimme, deswegen. Naja. Was soll's. Boost brauchen wir dabei ja eigentlich nicht. Haben wir mal genug Tempo beisammen. Ah, da vorne gibt's wieder Boost. Die respawnen ja diese Kugeln. Was sehr praktisch ist. Ups, nicht springen. Okay. Die kommen schon wieder näher, die Kollegen. Glaube. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ach so, man kann sich nicht. Mensch, gib Gas! Ja, ja, ich pass schon auf. Vor allem passe ich auf, dass ihr mich nicht überholt, Kollegen. Beziehungsweise versuche ich das. Ja, gehen wir mal Boost. Damit wir da schnell vorankommen. Ja.
denke ich, eh ganz gut voran hier. Und gleich die letzte Runde. Juhu. Oh ja, das hat jetzt einen schönen Vorsprung gegeben, die Aktion gerade. So, bloß kein Mist bauen. Ab in die Kurve. Jawohl, perfekt. So macht das schon. So funktioniert das. Mariana. Na, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Der kommt doch schon raus. Ah. Na komm. Okay. Der Aktion haben wir uns jetzt wieder ein bisschen Vorsprung rausgebracht. Also ganz im Ernst, die Kiste fährt sich so richtig. Ja, ich glaube, mit kann man es gut zusammenfassen. Ich glaube überhaupt kein Problem. Gehen wir mal richtig Vollgas wieder. Und nochmal Doing. Jawohl, perfekt. Ganz schnell was Wasser drüber. Oder ein bisschen Schlamm. So, und jetzt kein Mist bauen auf der Zielgeraden. Ja, und ins Ziel. Jawohl, geschafft. Perfekt. Genieß es, du Pseudo-Held. Ihr könnt das Fahrzeug haben, solange ihr lebt. Tja, fragt sich nur, wie lang das ist, Jungs. Nicht so enttäuscht, Cleaver, nicht so enttäuscht. Gut. Rennen haben wir eh gewonnen und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.